Herzlich willkommen bei DVS TV. Hier sind Sie wieder, unsere Tipps aus der Praxis für die Praxis. Heute mit dem Thema Schutzgasschweißen, die häufigsten Fehler. Diese wird uns nun Herr Dohle von den Bildungszentren Rhein-Ruhr in Oberhausen erläutern. Herr Dohle, Sie werden täglich mit den Fehlern Ihrer Lehrgangsteilnehmer konfrontiert. Welches sind denn die häufigsten? Sie werden uns heute einige vorstellen. Ich denke, das beginnt schon vor dem Schweißen. Also möglich, das falsche Schutzgas zum Schutzgasschweißen zu wählen, das zu einem Teil aus Argon besteht, der hier in einem Tank in flüssiger Form gelagert wird. Auf der anderen Seite haben wir einen Kohlensäure-Tank. Auch da wird Kohlensäure im flüssigen Zustand gelagert. Die beiden Gase werden dann in einem sogenannten Mischer, in einem Mischungsverhältnis von 82% Argon und 18% CO2 gemischt. Das ist also ein Gasgemisch, das für normale Baustelle verwendet wird und an großem Umfang gebraucht wird. Und deshalb versorgen wir uns damit auch in großen Tanks. Für den Bereich des Nicht-Eisenmetalls brauchen wir also ein anderes Schutzgas, das nicht in ganz so großen Mengen benötigt wird. Da versorgen wir uns also mit einer Einzelflasche, die direkt an die Maschine angeschlossen wird. Hier in dem Fall haben wir ein Schutzgas, das also für den MIG-Bereich benutzt wird. Insbesondere dieses Gas für das Schweißen von Aluminiummaterial. Auch wichtig ist die richtige Menge an Schutzgas, die wir benötigen. Indikator dafür ist der Durchmesser des Drahtes. 10-mal den Drahtdurchmesser, so viel Liter Schutzgas pro Minute braucht man. Schutzgasmenge wird hier an unser Mengenmesser eingestellt, funktioniert folgendermaßen. Wir öffnen also einmal das Hauptventil, damit das Gas in den Mengenmesser einströmen kann, und stellen dann an dem Einstellventil die gewünschte Menge an Schutzgas ein. Sollte man vergessen, Schutzgas einzustellen, wir haben also kein Schutzgas auf der Anlage, merkt man das beim Schweißen sehr, sehr schnell. Man hat also beim Schweißvorgang sehr hohes Spritzeraufkommen und man sieht auch hinterher sofort am Schweißgut, dass das Material durch den Sauerstoffzutritt eigentlich verbrannt ist. Ein Fehler, der häufig gemacht wird, ist, dass die Drahtförderrollen nicht passend zu dem Drahtdurchmesser sind. Ja, es gibt also für jeden Drahtdurchmesser eine passende Drahtförderrolle und die muss dann zu dem Draht in die Maschine eingebaut werden. Hier haben wir also unseren Drahtfördermotor in der Maschine eingebaut mit zwei Rollen, die vom Motor angetrieben werden, und zwei Rollen, die als Gegendruckrollen funktionieren, die über diese Feder hier gesteuert werden. Damit kann man den Anpressdruck der Rollen einstellen. Ich habe hier also mal zwei Drahtförderrollen. Hier ein Beispiel mit zwei verschiedenen Aufnahmen. Eine ist für 0,8er Draht und eine für 1 mm Draht. Wahlweise kann man die Rolle dann in der Maschine so einsetzen, dass eben 1 mm oder 0,8er Draht damit transportiert werden kann. Es ist ganz wichtig, die richtige Rolle für den richtigen Draht zu haben. Ist der Draht zu dünn für die Aufnahme, rutscht die Rolle durch, ohne den Draht zu transportieren. Ist die Aufnahme zu klein für den Draht, wird der Draht beim Einquetschen verformt und passt nicht mehr vorne durch die Stromdüse. Ein Fehler, der auch gemacht werden kann, ist, dass zum Schweißdraht die falsche Seele gewählt wird. Ja, wir müssen also darauf achten, dass wir bei Stahldraht, den wir verschweißen, auch eine Stahlspirale als Seele benutzt wird. Der Draht, der läuft also durch diese Spirale und wird praktisch von der Rolle bis vorne zum Brenner durch diese Drahtspirale geführt. Für Aluminiumwerkstoffe braucht man eine andere Seele. Ja, also da wird eine Teflonseele benutzt, die bessere Schmiereigenschaften hat und damit den Draht besser transportieren kann. Ein Fehler, der häufig gemacht wird, ist, dass vergessen wird, die Gasdüse zu reinigen. Im Gebrauch setzen sich also in der Düse Schweißspritzer ab, die dafür sorgen, dass der Schutzgasstrahl nicht ungehindert an unser Material kommen kann. Der also verwirbelt, wenn die Gasdüse schmutzig ist. Das heißt, die muss ab und zu gereinigt werden. Ein weiterer Fehler, das Stromkontaktrohr muss den richtigen Bohrungsmesser aufweisen. Es gibt also für jeden Drahtdurchmesser eine passende Stromdüse. Außerdem muss man aufpassen, diese Stromdüse ist ein Verschleißteil. Das nutze ich also mit der Zeit ab. Das heißt, die Bohrung innen drin wird größer
durch den dadurch rutschenden Draht und muss dann auch ausgewechselt werden. Der am häufigst auftretende Fehler beim Schutzgasschweißen ist das sogenannte vorlaufende Schweißband. Dieser Fehler tritt sehr häufig in der fallenden Schweißposition auf oder aber wenn der Brenner beim Schweißen zu stark stechend gehalten wird. Ganz herzlichen Dank an die Bildungszentren Rhein-Ruhr, die die Produktion dieses Praxistipps ermöglicht haben. So viel von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Ihr DVS-TV-Team.